Willkommen zurück, sagen Hermann und ich. Er traut sich schon wieder nicht hier, aber wir sind jetzt beim 1. FC Magdeburg. Und ja, 40 Jahre Ottmar Schulz als Trainer. Wir können ja mal ein bisschen Revue passieren lassen. Hier ist angeblich von 42 Trainerjahren die Rede, aber ich glaube, die können nicht richtig zählen. So, wo war ich denn überall? Braunschweig, HSV, Münster, Essen, Jena, Unterhaching, Rostock, Bochum, Uerdingen, Offenbach, Erfurt, Mannheim, Mainz 2, Stuttgart, Bremen, Kiel, Jena, Dresden, Cottbus, Nürnberg, Leverkusen, Schalke, Cottbus, Halle, Magdeburg. 25 Stationen, 18 Mal entlassen, aber 40% der Spiele gewonnen. Ist doch gar nicht so eine schlechte Quote. 1212 Ligaspiele als Trainer, nur 50 Pokalspiele, 14 Europapokalspiele, gerade zweimal in der Europa League dabei. Noch keinen Titel gewonnen, einmal DFB-Pokal Halbfinale über Umwege, 5-mal aufgestiegen, Braunschweig, Unterhaching, Bremen, Dresden und Schalke, und Magdeburg will sich da jetzt einreihen. Wir haben als Ziel den Aufstieg, und das ist sportlich, weil wir eigentlich überhaupt nicht zu den stärksten Teams der Liga gehören. Das sind nämlich Wolfsburg und Frankfurt. Ich fürchte, dass das hier eine sehr ambitionierte Aufgabe ist. Ich weiß gar nicht, wie sie auf die Idee kommen und warum ich dazu gestimmt habe. Aber lirum larum. So, 8,9 Millionen auf dem Konto. So was machen wir jetzt. Hier, Hermann schreibt wieder alles mit. Also wir haben 3 Torhüter, davon sind 2 genau gleich gut. Davon ist der Ziegler dann Keeper Nummer 1. Bilor kann den Pokal halten. Wir haben einen Libero, wir haben 4 Innenverteidiger, wovon 3 recht gut sind. Der vierte ist aber recht jung. Ein Linksverteidiger, den ja, mittelmäßig ist. Ein Rechtsverteidiger, der nicht so gut ist. Aber wir müssen ja auch nicht immer 4-4-2 spielen, ne? Einen rechten Mittelfeldspieler, der ganz gut ist. Einen linken Mittelfeldspieler, der ganz gut ist. Auf der DM-Position sind wir gut aufgestellt. OM, da können wir sogar wen abgeben. Und Sturm, da sind wir völlig über... haben wir ein krasses Überangebot, die auch alle gar nicht, größtenteils gar nicht so gut sind. So, der Bald Winston, der muss erstmal besucht werden. Wir haben eine Fahndung mit Baptier anstehen. Ziehen jetzt hier erstmal den 17-jährigen Innenverteidiger hoch, Chris Kito. Haben wir nochmal Überangebot, aber naja. Muss man gucken. So, der Co-Trainer macht hier erstmal den Fahrplan. Der Perez, großes Talent, den könnten wir mal ohne Kaufoption ausleihen, aber der ist ja nicht zu bereit. Baptier ist ein Linksverteidiger, der einzige, den wir haben. Im Sturm, da haben wir viel zu viel. Palmiero, Stärke 9, McBride, Stärke 9, die sind gesetzt, die können auch beide 10er spielen. Dann haben wir Sturridge, ein 7er und Zetsch, ein 7er. Dann haben wir ganz, ganz viele... die schwächer sind. Delgado, mittleres Talent, 23 Jahre, den können wir mal ausleihen. Er hat einen auslaufenden Vertrag, dann verlängern wir da erstmal. Ups, ich habe gepuppt. Alves Moraes, mittleres Talent, 17 Jahre jung. Da war auch einen auslaufenden Vertrag. Müssen wir erstmal die Option hier ziehen und ihn dann auf die Leihliste setzen. Mit oder ohne Kaufoption? Bei mittleren Talent, ach, wir machen es mal mit Kaufoption. Dogan, mittleres Talent, 20 Jahre jung. Die sind alle noch jung, richtig jung. Auch von mir aus alle mit Kaufoption hier. Bald Winston, der ist verletzt, großes Talent. Der ist aber nicht bereit, sich verleihen zu lassen. So, wir haben hier 3 Zehner. Der Multhaupt, der ist ein großes Talent, aber ist auch schon 32. Den brauchen wir eigentlich jetzt gerade nicht mehr. Der kommt dann mal auf die Transferliste. Der will auch sein Geld haben, ja, dann soll er es haben. Habe ich schon gesagt, wir müssen ja eigentlich nicht immer 4-4-2 spielen, aber es ist eigentlich am besten. Wir brauchen Außenverteidiger. Was haben wir denn hier auf der Liste? Hier ist nichts. Wir bräuchten auch rechte und linke Mittelfeldspieler. Wir haben den Sigurdsson im linken Mittelfeld. Hier ist einer auf der Transferliste. Stärke 7, 31. Riesiges Talent, 1 Million wert. Rodney Wendt. Können wir einfach mal fragen. Ah, wir haben schon einen Termin an dem Tag. Ja, aber den Zahnarzt auch noch. Ne? So, dann machen wir hier den Plan. Am 22. August geht's los gegen Braunschweig. Meine allererste Station war das da ja in Braunschweig. So, wir machen hier ein Trainingslager in der zweiten Woche. Wir machen in Gütersloh in Westfalen. Ein bisschen im Noraxa-Trainingszentrum hart arbeiten.
Wir müssen einfach hart arbeiten. So, Hallenturnier im Sommer. Präsentiert von Bruce Darnell. So, Hannover 96, Karl Zeiss, Jena, Babelsberg, auch Braunschweig, Nürnberg 2, Lübeck, Wattenscheid. So, die nehmen wir alle. Dann machen wir auch noch ein Strandturnier hinterher. Mit Bayreuth. Die kriegen auch einen Cocktail umsonst, die Fans. Cottbus, Berliner AK, Drochtersen, Assel, Sportfreunde Lotte, FC Augsburg, Jahn Regensburg. Jahn Regensburg ist unser kommender Pokalgegner. So, dann machen wir mal hier ein Testspiel gegen Hoffenheim 2 und dann geht es im August noch weiter mit weiteren Testspielen. Gegen Meuselwitz, dann machen wir mal so ein richtiges Turnier mit Halbfinale und so. Dann nehmen wir einfach mal die Einladung von Rödinghausen an. Jetzt kein Bock auf eine Auslandstour. Machen wir hier nochmal ein Testspiel gegen den HSV 2 und dann hier nochmal eine Generalprobe gegen den FC St. Pauli. Die sind ja auch wieder da. So, Familientag machen wir hier. Vereinsfest haben wir zwar kürzlich erst gemacht, aber an einem Sonntag so gediegen ist mit Waffelstand und so. Dann gehen wir hier nochmal italienisch essen, direkt einen Tag später. Verbandsfest machen wir auch mal an einem Samstag, an einem Freitagabend hier, schön. Jugendtag, ich will auch die Jugend hier ein bisschen aufpäppeln. Ja, ich glaube mit dem Aufstieg als Ziel habe ich mir direkt ein Eigentor verpasst. So, Tag der offenen Tür, wieder randvolles Programm. Da bleibt kein Auge trocken. Den Frauen und Freundinnen der Spieler gefällt das Vereinsgelände sehr gut. Sie kritisieren aber, dass die Männer ihre Schuhe nicht selber putzen müssen. Ja, ich habe noch keinen Titel geholt und da wollten die Ärzte mir schon ein Karriereende nahelegen. Aber ich bin ja Workaholic. Auch auf der Arbeit zum Beispiel. Da denke ich noch gar nicht an den Ruhestand. Rente ist für mich kein erstrebenswerter Zustand. Den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzen, nicht mit mir. So, Chris Kito wird verlängert. Marvin Delgado, den verlängern wir erstmals auch. Aber erstmal nur kurzfristig um ein oder zwei Jahre. Der muss sich nämlich erstmal beweisen. Sagen wir mal ein Jahr mit Option. Nee, das passt ihm nicht. Zwei Jahre mit Option. Passt ihm auch nicht. Ist er doch überzeugt. So, Hallenturnier bei uns und wir haben Platz 2 geholt. Babelsberg hat das Turnier gewonnen, Nürnberg 2 auf Platz 3, Wattenscheid auf Platz 4, 380.000 Euro Gewinn gemacht. In der Gruppenphase hatten wir 7 Punkte geholt, Sieg gegen Hannover, Unentschieden gegen Jena und ein Sieg gegen Babelsberg. Beim Jugendtag ist kein Talent aufgefallen. Ich gehe zumindest mit Vorstandsvertrauen hier in die Saison rein. UI Cup mit Union Berlin, die gewinnen 2:0 gegen Klusch. Shiri Howard Webb hat eine teure Scheidung hinter sich, könnte in Geldnöten sein. Deswegen haben die Sandra und ich sag zwar immer meine Frau, wir sind ja eigentlich gar nicht verheiratet. Aber ja, ich habe 25 Clubs und eine Frau. Die meisten anderen machen es andersrum. Ne? Soll nicht heißen, dass... ich sage jetzt lieber nichts. Hermann, du musst jetzt nicht das alles mitschreiben, was ich jetzt hier über meine Frau sage. So, ne? So, die wollen im Training ein kleines Kabinettstückchen zeigen, für die Jungs, die auch zugucken. Der Hermann hat ja immer so ein paar von seinen Freunden, die immer... interessiert auch mal nachmittags kommen, treten dabei unglücklich auf den Ball, stürzen, prellen sich die Schulter, morgen können sie leider nicht das Training leiten. Ah, jetzt habe ich den Arm hier in der Schlinge hier. Hermann, kannst du mal hier bitte umrühren hier den Kaffee? Danke dir. So, der Tag der offenen Tür war ein großer Erfolg, es kamen sehr viele Fans. Baptier wird von Braunschweig umworben. Ich wüsste aber nicht, warum wir ihn jetzt hier abgeben sollten. Sie bieten 1,2 Millionen, der Herr Barton, er ist 912.000 wert. Nö, dann müssten wir ja auch direkt einen neuen verpflichten. Linksverteidiger brauchen wir sowieso. Aber mal ein bisschen verhandeln hier. Nein. Da hat er sich dann eine... Oder er verdient ja... jeder Büroarbeiter hier mehr als der Henry. Der hat sich da eine Gehaltserhöhung verdient. Und der Spieler ist... biete ich ihm schon 125.000 Euro mehr und ist immer noch mächtig sauer. Er ist bächtig möse. So, Bilic von Red Bull Salzburg verpflichtet. Über 16 Millionen gehen an Man City. Strandturnier. Wir haben Platz 4 geholt. Platz 3 geht an Augsburg. Platz 1 an Regensburg mit 7 Toren hier im Finale. Platz 2 an Cottbus. 290.000 Euro Gewinn. In der Gruppenphase hat man gegen Bayreuth verloren. Magdeburg, dann haben wir gegen Cottbus gewonnen. Und gegen Berliner AK haben wir auch gewonnen. So, wir sehen Transfers.
müsste jetzt eigentlich auch die Zweitliga-Transfers wieder vorlesen. Dafür müsste ich aber erst wieder lernen, welche Teams überhaupt in der zweiten Liga spielen. Sedge und Alves Morales werden hier direkt umworben. Alves Morales habe ich ja zur Laie ausgeschrieben. Chris Kito ist ein Innenverteidiger, der kriegt die Nummer 5. Leute mit keinem Talent, die möchte ich nicht. So, da haben wir zwei Verhandlungen anstehen. Wir gucken mal auf die Transferliste. Das ist ein rechter Mittelfeldspieler. Makitan. Apostolos Makitan. Kann gut flanken, kann gut Ball halten, beidfüßig. Kleines Talent, aber 26, aber 6 Millionen wert. Kann man eigentlich nicht bezahlen. Puh. Ich muss noch mal gucken, welcher LM und RM, da bräuchten wir eher Backups. Und dann auch gerne talentierte Leute. Ich meine, wenn wir aufsteigen wollen, dann sollten wir eigentlich direkt klotzen, aber ich denke, wir sollten aber auch die mittel- und langfristige Zukunft des Vereins hier im Auge behalten. So, Herr Vieira Martins. 4,88 Millionen fixe Ablöse. Das mit der fixen Ablöse, das klappt ja meistens besser. Der ist ein Teenie-Star, Schiri-Liebling, 18 Jahre jung. Fixe Ablöse ist die Hälfte von dem, was er wert ist. Guter Techniker, ich denke, das ist ein Mann. Da kann ich mich 110%ig mit identifizieren. So, den nehmen wir mal. Ansonsten haben wir die Verhandlung schon anstehen. So, Vereinsfest war ein voller Erfolg, die Stimmung hat sich verbessert. Alves Morales geht auf Leihbasis nach Hannover. Meine Gesangsskills habe ich ja bewiesen. Aber wenn man noch mehr getrunken hat, dann klappt das auch meist ein bisschen besser. So, das erste Mal im Italiener war wie immer sehr lecker. Sebastian Button und Henry Babti vertragen sich wieder. So, Vera Martins wird hier umworben. Dann haben wir jetzt nicht das ganz große Geld hier. Bisschen Handgeld. 18 Jahre jung. Da sind 350.000 Euro Bargeld doch viel wert. Nein, er hat die Schnauze voll, möchte nicht mehr mit uns verhandeln. Wir spielen gegen Hoffenheim 2. Der Co-Trainer kann einfach mal ein freies System bauen. Was ist das denn für eine Aufstellung? Ja, mit Dreiersturm. Aber wir machen es jetzt einfach mal so. 1.500 Zuschauer. Hoffenheim 2 ist der Gegner. Das erste Spiel hier beim ersten FC Magdeburg. Lies kann hier souverän parieren. Soumaré bringt Hoffenheim in Führung. Gamil Ferreira macht das erste Tor hier unter meiner Regie zum 1-1 und macht direkt einen Doppelschlag innerhalb von 8 Minuten. Sepe hier mit dem Assist. Wir wechseln mal komplett durch. Biloa, Bobtier, dann nehmen wir mal einen Stürmer raus hier. Multhaub. Reiter, Dingwall, Storage, Button. So, einige, die gut köpfen können, die müssten sich dann mit dem von Halle zusammentun, wo wir gut flanken konnten. Naja, dann werden wir auf jeden Fall vielleicht das Kopfballspiel ein bisschen forcieren. Müssen wir mal sehen. Muss mal taktisch vielleicht auch mal was anderes ausprobieren. Max Innocent sieht gelb. Gelb-rot für den unschuldigen Max. Wegen zwei relativ harmlosen Fouls, so unschuldig. Eigentlich ist er doch relativ unschuldig gewesen. Markuszewski mit dem Ausgleichstreffer. Aber who cares? Testspiel. So, UI Cup. Union Berlin verliert das Rückspiel, aber ich denke, die sind trotzdem weiter. Ja, sind sie auch. Die spielen jetzt gegen Trabzonspor. Außerdem, ja. Oh, hier sind aber, hier ist aber halb Deutschland an dem Herrn Zetsch dran. Das ist ja einer von uns. Warum wollen die den denn alle haben? Er hat doch noch 4 Jahre Vertrag. Er ist natürlich ein herausragender Spieler, der Sravko Zetsch. Ach, weil die fixe Ablöse nur 200.000 Euro beträgt. Wer hat ihm denn das in den Vertrag geschrieben? Ja, da werden wir, den werden wir nicht gehen lassen für so ein lächerliches Sümmchen. Da werden wir verhandeln bis zum bitteren Ende. Hier Karl-Heinz Jena, da war ich doch auch mal. Berliner AK steigt schon mal aus. Und Haring, ja, ich habe die alle trainiert. Cardiff City im Ausland war ich noch nicht. Jena steigt aus, Aue steigt aus. Habe ich sie auch alle abgezogen. So, er bleibt bei uns. Das Fest war ganz nett. Große Stimmung, kam keiner auf. Ansehen beim Verband ist nicht besser geworden. Fühlt man sich ja auch wie ein Star-Club. Hier sind wir natürlich auch. Wenn hier halb,
halb Europa hier unsere Spieler haben möchte. Alves Moraes geht auf Leihbasis nach Hannover. Herrera, nee, was haben wir hier noch? Parigini von Montpellier nach Dresden, Alvarez von Burghausen nach Straßburg. So. Was machen wir hier mal? FC Schalke, wen haben wir denn hier? Die sind alle zu gut, die wollen nicht in eine zweite Liga, glaube ich. Herr Schäfer will nur zu einem Spitzenclub. Hallescher FC. Ich den González hier als Backup im linken Mittelfeld holen. Oh. Frag ihn einfach mal. Zumindest ein bekanntes Gesicht. Die anderen sind hier eigentlich schon fast so gut. Beckenbauer. Den Beckenbauer holen. Ich frag ihn einfach mal. So. So, González. Als Ersatzmann im linken Mittelfeld. Würde er auch gerne kommen. Beckenbauer. Ja. Direkt ein Top-Spieler von der Bank oder vielleicht sogar einer für die erste Elf. Und der würde auch gerne kommen. Palmeiro mit Kampfsport, neues Hobby. UI Cup. Ja, kann ja mal bei meinen anderen alten Clubs nochmal gucken, ob ich da noch wen holen kann. So, Union verliert 0-1 gegen Trabzonspor. Es gibt sicher auch bessere Angebote, aber wir müssen jetzt auch mal langsam ein paar Transfers abschließen. So, Union spielt 0-0. Die sind damit weit. Nein, die sind draußen. Das ist nur ein einziges Tor gefallen in den beiden Spielen. Dann sind sie weg. So, wir sehen Tannenrikut von Dortmund nach Chelsea. Lobjanice von Cottbus nach Razgrad. Capiloto von Stuttgart nach Midtjylland. Mullen von Schalke nach Nord. Wer ist Mullen? Chester von Darmstadt nach Neapel. So, wir sind am Beckenbauer und González dran. Gucken wir auf die Transferliste. Juricic. 1 Million, mittleres Talent, 21 Jahre. Auch kann auch gut köpfen, den fragen wir auch einfach mal. So. Aber wir sind im Trainingslager, da hätten wir eigentlich brutal Kondition trainieren sollen. Das machen wir dann jetzt diese Woche zumindest. Mensch, hat der Co-Trainer auch nicht dran gedacht. So, wir und Sheffield sind an Juricic dran. Gucken wir uns nochmal näher an. Geldgeier, beidfüßig, gut im Kopfballspiel. Von Fortuna Düsseldorf. Teures Vergnügen. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen ein paar Transfers hier einschüten. Wer hat denn hier eigentlich das Beste? Oh, die verdienen alle viel weniger. Die meisten verdienen sogar nur fünfstellig. Dann kommt er hier mit 800.000 Euro. Aber wir müssen jetzt auch mal wen verpflichten. So, Herr Beek, 7,1 Millionen. Das ist mehr als das Doppelte, als er wert ist. Gucken wir mal, ob wir da den Preis noch irgendwie ein bisschen gedrückt bekommen. Millionen. Geht da 400.000 runter. Nochmal 300.000. 6 Millionen. Nein. Klappt leider nicht. Ja, wir müssen gucken. Den Kader so. An sich sind wir mit Sicherheit kein Aufstiegsfavorit. So, dann sind wir an dem Beckenbauer dran. Er ist skeptisch. Den Fans wird das nicht gefallen. Naja, Halle und Magdeburg. Hat bei mir auch keiner was gesagt. Aber ich glaube, die wissen sowieso, dass ich regelmäßig Vereine wechsle. So, Herr Berbig, Sie sind mein Nachfolger. Wollen 11 Millionen. Ist mehr als das Doppelte, als der wert ist. Für den Kaiser hier. Gut, die wollen ihn ja wahrscheinlich auch gar nicht abgeben. Kann man auch mal solche Mondpreise verlangen. Ich fürchte, dass wir mit unseren Transferbemühungen nicht weiterkommen. Nein, mit dem Beckenbauer wird das nichts. González. Das ist jetzt eher ein klarer Backup. Er meint auch, den Fans wird das nicht gefallen. Ist mir egal. Herr Berbig, 3,4 Millionen. Ist mehr als das Doppelte, als er wert ist. Aber ich muss jetzt auch mal irgendwen verpflichten.
Aber ein bisschen müssen sie aber runtergehen noch mit dem Preis. 150.000. Nochmal 150.000. Nochmal 100.000. So, für 2,95 Millionen geht González zu uns. Das ist das Doppelte, was er wert ist. Aber wir müssen jetzt mal, wie gesagt, ein paar Transfers abschließen. Zumindest ein bekanntes Gesicht. Wird als Joker gestochen in Halle. Ist mir damit in Erinnerung geblieben. Guter Techniker. Noch im besten Alter. Dann sind wir zumindest auf dem Flügel schon mal besetzt. Er ist ein Mann für die Bank. Das sage ich ihm auch ganz klar. Aber es hat hier eine Chance, sich zu beweisen. Und man braucht natürlich auch Bankspieler. So, wir verpflichten González, außerdem Palomino geht von Regensburg nach West Ham United. González bekommt die Nummer 13. Kann ja immer noch ein paar Verträge verlängern hier mit dem Ziegler. Außenverteidiger brauchen wir händeringend. Einen guten RV bräuchten wir mal. Alter, ist noch. Das ist doch ein schöner Name. Dreifach. Sechs Punkten. Er beendet seine Karriere am Saisonende. Dann kann er doch nochmal ein Jahr zu uns kommen. Er ist Deutscher. Wahrscheinlich finnischer Herkunft. Rechtsverteidiger, kann auch Innenverteidiger. Dann kann er hier nochmal ein Jahr bei uns hier. Schön. Ach, wir können ihn nicht verpflichten, weil er seine Karriere beendet. Aber dann kann er doch zu uns noch. Was ist das denn für ein Argument? Dann kann er bei uns doch noch ein Jahr spielen. Ich will ihn ja auch sofort haben, nicht nächstes Jahr erst. Kann man keine verpflichten, die ihre Karriere beenden? Was soll denn das? Das wäre natürlich einer, der beidfüßig ist und beide Außenverteidigerpositionen bekleiden kann. Ja, Dimchi, Capon. Beenden alle ihre Karriere schon. Manquillo. Pino Lopez, 1,13 Millionen fixe Ablöse. Ich verpflichte meistens hier nur Leute mit fixer Ablöse, weil sonst halt irgendwie nicht funktioniert. Rechtsverteidiger, beidfüßig, kann gut flanken, kann gut Viererkette, mittleres Talent. 31 Jahre, das ist okay. Den nehmen wir doch mal direkt. Herr Delgado, wollen Sie jetzt nicht mal auf die Leihliste gehen? Ja, jetzt ist er dann doch zu bereit. Mittleres Talent, 23 Jahre. Mit Kaufoption. Bald Winson. Er ist verletzt, aber naja. Gut. So, und RM Backup könnten wir auch noch gebrauchen. Da können wir auch gern Talentierten hier nehmen. Vitali Frey, 19 Jahre mittleres Talent aus Kenia. Kann gut Zweikampf, Leberwurst, Kämpfernatur. Aber ich denke, den können wir bezahlen als Backup. Ist das ganz okay? Fragen wir auch einfach mal. So, wir trainieren. Einfach mal gemischt. Müsste mal mit den Spielern ein bisschen mehr sprechen. So, Ziegler kriegt einen neuen Vertrag. Ist überzeugt, verlängert um 3 Jahre. So, Pino Lopez hat noch 4 Jahre. Vertrag. Spielt aktuell bei Sakura. Aber fixe Ablöse 1,13 Millionen. Und ja, dieses Handgeld, das habe ich immer missverstanden. Das ist das, was ihm früher mal geboten wurde. Ich habe das noch gelesen. Falsch interpretiert. So, wir sollten trotzdem vielleicht ein bisschen kleckern hier. Das sind dann natürlich auch die Handgelder, die er gewohnt ist. Dann ist er doch überzeugt, würde gerne kommen. Gucken, ob wir das einschüten können. So, Herr Frey. Er meint, das mit dem Stammplatz wird schwierig. Das ist auch so, aber er kommt als Backup und als Talent. Und würde gern kommen direkt. Herr Rosen will 600, das ist weniger als der Markt. Das ist doch mal ein Kontrastprogramm. Nachdem sonst immer das Doppelte und Dreifache hier verlangt wird. Das ist weniger als er wert ist. Gucken wir uns nochmal seine Akte an. Kämpfernatur und Leberwurst. Nicht Kämpferwurst und Lebernatur. Er ist ein Rechtsfuß, mittleres Talent, kommt aus Kenia. Fußball-Inländer, gut im Zweikampf.
aus der Jugend von Eintracht Frankfurt. Ich denke, als Backup-Spieler kann man das durchaus mal machen, so Herr Rosen. Sie sind wahrscheinlich auch nicht auf Rosen gebettet, aber ich möchte ihn ja. Wer will den wohl vom Hof jagen? Geht da direkt 60.000 Euro runter. Kriegen wir, glaube ich, einen guten Preis. Sollten jetzt aber auch nicht zu sehr zocken, aber der kommt uns schon sehr entgegen hier. Und dann sollten wir es jetzt aber dann nicht übertreiben. So 495.000 Euro. Er spielt ab sofort bei uns und bekommt die Rückennummer 15. So, der Co-Trainer darf nochmal basteln hier. Wir spielen jetzt einfach mal die unmotiviertesten Spieler. So. Gegen Meuselwitz vor 1.500 Zuschauern. Halbzeit, wir wechseln mal komplett durch. Ziegler, Dingwall, González kommt hier zu seinem Debüt. Sikutsen, Sitch, McBride. So, gucken, ob wir dann doch aufs klassische 4-4-2 bald umsatteln. Müsste dann doch vielleicht noch ein paar richtige Freundschaftsspiele machen, aber wir haben auch noch das Turnier bald. Gelbe Karte für McElhenney nach einem Schubser. Jetzt nicht wieder irgendeinen blöden Platzverweis hier abholen. Oh ja, ist das Spiel zu Ende. Hätte vielleicht auch mal Leute für die erste Elf verpflichten sollen. Naja, 0-0 hier gegen Meuselwitz. Marius Bruce kommt mit der Sprache nicht zurecht. Er würde am liebsten zurück in sein Heimatland. Hier. Das ist in seine Muttersprache. Klingonisch. So, Champions League Quali mit Bielefeld spielt 0-0 gegen Molde. Deutschland, glaube ich, nach wie vor maximal hier mit 3 Clubs in der Champions League. Ein Turnier hier bei Rödinghausen. Wir spielen gegen Kaiserslautern. Rödinghausen gegen Bielefeld, das ist natürlich ein Ostwestfalen-Duell. So, ich wechsle einfach mal die hier alle ein, die hier auf der Tribüne quasi schmorten letztes Mal. Auch mal ein bisschen eine andere Formation hier. So, hätte ich mir einen 4-4-2 auch einfacher bauen können. So, gegen Kaiserslautern wird es schwer. 195 Zuschauer nur, aber wir sind ja hier auch in Ostwestfalen. Glatt rot für Green, rot für Green, wegen Meckerns. Hunu bringt die roten Teufel aber trotzdem in Führung, auch in Unterzahl. So, wir wechseln komplett durch. Ziegler, Ivanov, Sech. Sigurdsson, Dingwall, McElhenney geht einfach mal in die Innenverteidigung und McBride kommt noch. Gelbe Karte für McElhenney nach einem Schubser. Der sieht hier schon zum zweiten Mal gelb. Also nicht in diesem Spiel, aber jetzt kürzlich schon mal gelb gesehen. So, können wir hier noch vielleicht in die Verlängerung gehen? Wir sehen eine gelbe Karte für Ivanov. Wir spielen jetzt einfach mal offensiv, um das mal zu üben. Ist auch noch die Taktik. Ja, und da ist der Ausgleich. Sedge mit dem 1-1. Vorlage Multhaub. Bisschen Elfmeterschießen trainieren. Filipovic sieht gelb. Es ist ein umkämpftes Spiel jetzt zunehmend. Und wir gehen sogar in Führung. McElhenney mit dem 2-1 nach dem Assist von Sigurdsson. Und wir stehen hier im Finale vom prestigeträchtigen SV Rödinghausen Gold Cup. So präsentiert von Magenta Sport. Wir spielen im Finale gegen Arminia Bielefeld. Wir haben 120.000 Euro Antrittsgeld bezahlt. Was kriegen wir denn hier? Aber als Turniersieger wollen wir das gewinnen. Das prestigeträchtigste Turnier seit dem FS Pilsen Cup. So, Bielefeld, die spielen schon wieder. Die spielen hier mehrmals an mehreren Fronten gerade. Die haben mehrere Teams in verschiedene Himmelsrichtungen geschickt oder was. In Freiburg gewinnen sie 3-0 oder gegen Freiburg. Wir spielen jetzt gegen Bielefeld. Da spielen jetzt einfach mal die konditionsstärksten. So. Also jetzt nicht dieselben Spiele, die im letzten Spiel gespielt haben, aber so, 3.100 Zuschauer ist doch schon mal eine bessere Kulisse auch. Halbzeit. So, wechseln komplett durch. Dingwall, Ivanov, Ziegler, Palmiero, Sigurdsson, McElhenney in die Innenverteidigung und Ferreira. Ja, das wird nicht viel, aber auch hier gegen den Champions League Quali-Teilnehmer schlagen wir uns hier gar nicht schlecht.
Ich weiß nicht, ob die mit erster Elf spielen, aber so, Baptiste sieht gelb. Wenn die gleichzeitig noch Ligapokal spielen müssen, die sind ja ambitioniert hier. Und Reiter bringt uns in Führung. Vorlage Jan McBride. Und wir gewinnen den ersten Titel hier. Ja, da habe ich doch den ersten Titel mal. Nein, den werde ich jetzt nicht zählen als Titel. Aber wir haben hier dieses unglaublich prestigeträchtige Turnier gewonnen. So, wie viel? 70.000 Euro Prämie. Wir haben mehr Antrittsgeld bezahlt, als wir jetzt hier kriegen können, oder was? Naja, auf jeden Fall haben wir das Turnier gewonnen. Ist auch schon mal was wert. Bisschen besseres Freundschaftsspiel quasi. Ingolstadt schlägt Gladbach. Wir sehen Transfers. Frei kommt von Frankfurt zu uns. Ljubicic geht von Villarreal nach Darmstadt. Pinamonti von Rostock nach Lazio Rom. Kabric von Wien Wiesbaden nach Utrecht. Wir sind an Pino Lopez dran, ein guter Rechtsverteidiger. Button ist bei der Viererkette jetzt besser. Könnte noch einen zweiten LV gebrauchen. Da bräuchten wir auch mal ein richtiges Upgrade. Im Mittelfeld sind wir jetzt ganz gut bedient. Können wir vielleicht auch nochmal hier den Vertrag verlängern mit dem Smitter hier. Linksverteidiger. Sandoval Santos. Hier steckt noch ein riesiges Talent. Fixe Ablöse 3,4. Er ist das dreifache Wert. Kann gut Freistöße. Ist schlecht beim Ballhalten. Eine Mimose und Nervenbündel. Beidfüßig. Alles mit der fixen Ablöse. Das ist ja immer sehr schön. Dann fragen wir einfach mal. So, wir haben auch nur noch diese Woche. Ich glaube, wir brauchen noch ein drittes Testspiel. Wir spielen nochmal gegen Buchbach. Noch drei Freundschaftsspiele ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber wir sind, glaube ich, noch nicht so weit. So, der Herr Schmitter kriegt nochmal einen neuen Vertrag hier. Verlängert um 3 Jahre. So, wir sind an Pino Lopez dran. Drüber schauen und er kommt dann für die fixe Ablöse von 1,13 Millionen zu uns. Da haben wir schon mal eine wichtige Lücke geschlossen. Er kriegt die Rücknummer 16. Wir spielen gegen TSV Buchbach. Wir spielen jetzt einfach mal im klassischen 4-4-2. Co-Trainer darf das hier zusammenbauen. ...1.400 Zuschauer. Eingespieltheit muss auch mal ein bisschen steigen. Der Pino Lopez hier kommt direkt zu seinem Debüt. McBride bringt uns in Führung. Mac-Ehefrau. Klingt wie ein neuer Burger bei McDonald's. So, wir wechseln komplett durch. Multhaupt, Sturridge, Biloa, Zetsch, Reiter, Dingwall und Harit. Harit passt jetzt hier gerade nicht rein. Harit geht dann einfach mal ins linke Mittelfeld. Muss er jetzt einfach mal so machen. So, 2-0. Marek Ivanov nach Vorlage David Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. So. Sturridge mit dem 3-0, Andrea Sturridge. Wo ist denn jetzt hier eigentlich hier? Hermann, Trapando-Klappstuhl, wo bist du denn die ganze Zeit? Ich meine, ich vergesse das ja eigentlich, dass ich eigentlich auch um dich mich hier kümmern muss. Aber du sitzt dann einfach nur da und musst auch mal von selber hier ein bisschen auf die Leute zukommen, mal so sagen, hier, was kann ich mal machen? Willst du auch was lernen hier? Man, als ich damals Praktikum gemacht habe, die waren auch eher genervt und man musste Kaffee kochen und aber dann habe ich mich auch ein bisschen reingelegt und dann habe ich auch mit, wie alt war ich, 19, 18, 20 Jahren schon einen Cheftrainerjob bekommen. Hey, du musst mal ein bisschen Einsatz zeigen hier, meine Güte. So, und hier kannst du den Kaffee nochmal umrühren, bitte. So, Bielefeld ist in der Champions League. Letztlich gegen Molde durch. Champions League-Gruppen hier. Huesca, Tottenham, Streda und Fenerbahce. Gruppe 2, Inter Mailand, Mainz, Bratislava, Jablonec. Gruppe 3 ist Sassuolo, Fulham, Amia und Grozny. Gruppe 4 Hellas, Verona, Olympique Marseille, FC Thun und Alkmaar. Gruppe 5 FC Valencia, FC Toulouse, FC Zürich und FK Selyesnica. Gruppe 6 Athletic Bilbao, Manchester United, FC Basel, Aalborg, BK. Gruppe 7 FC Barcelona, SC Freiburg, Malmö, FF, Red Bull, Salzburg. Gruppe 8 AS Rom, Arminia, Bielefeld, Elfsborg, Boras und FC Porto. 3 deutsche Clubs dabei. Wir sind an Santos dran. Dann
wäre unser Kader auch weitestgehend beisammen. Das sind dann zwar hohe Summen, die hier geboten werden, aber wir wollen ja auch aufsteigen. Dafür habe ich erstmal relativ viele Bankspieler verpflichtet. So, Valencia steigt aus und Bilbao steigt aus. Auch er kommt für die fixe Ablösesumme von 3,47 Millionen. Erst mit den fixen Ablösensummen, das ist eine feine Sache. Er bekommt die Rücknummer 18. So, ich wechsle einfach mal hier komplett die hier alle ein. Wir haben zu viele Spieler, das muss man so sagen. Aber müssen wir mal gucken, was wir damit so machen. So. Santos, der geht erstmal auf die Bank. So, 1500 Zuschauer mal wieder. Typisches Freundschaftsspiel. Kulisse hier gegen den HSV 2. Charles Linnes mit dem 1-0. Und Schmitter mit dem Eigentor direkt, unser Keeper hier. Frei sieht Kipfing, Linienrichterbeleidigung. Ja, Ferrer mit dem Anschlusstreffer. Babt hier mit dem Assist. Wir liegen 2-1 hinten, wechseln komplett durch. Reiter, Biloa, McElhenney, Santos mit seinem Debüt hier, Sturridge, Harit und Dingwall. Also ich hoffe, die sind jetzt alle hier einigermaßen gleichmäßig zum Einsatz gekommen. Ah, ich glaube, das ist jetzt das letzte Testspiel. Ne? Dann habe ich doch keine richtige Generalprobe gemacht, wo ich unter Pflichtspielbedingungen spielen lasse. Gelbe Karte nochmal für Jacos und Webb. Aber dann ist es halt so. Dann müssen wir in die Saison. Und Sturridge hier mit dem Ausgleichstreffer, Vorlage Marvin Delgado. So. Trigueira von RB Leipzig verpflichtet für über 20 Millionen. Babti und Sigurdsson prallen beim Kopfballduell mit den Köpfen zusammen. Beiden brummt ganz schön der Schädel. Sie müssen das Training abbrechen. Bielefeld verliert 2-3 gegen Mainz. Und Ingolstadt verliert 2-4 gegen Bayern München. So, Pino Lopez geht von Zagora zu uns. Trifonos von Bochum nach Bergamo. Trigueira von Sheffield nach Leipzig. Santos von Valencia zu uns. 20 Jahre, haben wir ein richtiges Schnäppchen gemacht. Nicht, dass der hier mit dem Hermann noch anfängt, Pokémon-Karten zu spielen hier. Die ganzen jungen Leute hier im jungen Erwachsenenalter. Ah, ich bin ja mit 58 Jahren auch. Ich habe noch viel, viel vor mir. So, Hermann, dein Praktikum endet bald. Du hast ja hier nur ein paar Wochen. Ist nur ein 6-wöchiges Praktikum. Wie lange bist du jetzt schon hier? Du bist eigentlich schon ein paar Tage zu lang hier, oder? Aber du kannst noch mal hier vielleicht ein paar Aufgaben. Wir werden noch ein paar Aufgaben finden, bevor du gehst. Deine Mutter soll mich mal anrufen später, ne? Also privat, ne? Privat auf dem Handy. So, der Saisonstart steht bevor. Nein, Quatsch, wir haben noch die Generalprobe gegen St. Pauli. Dann spielen wir gegen Braunschweig, Rostock und im Pokal gegen Regensburg beim nächsten Mal. Dann geht es los hier in der Saison. Wir sind jetzt auch die fünftstärkste Mannschaft. Ich denke, da hat man vielleicht doch Chancen, oben mitzureden, auch wenn wir mit Wolfsburg, Frankfurt und Dortmund nicht wirklich mithalten können. Regensburg ist die drittstärkste Mannschaft der Bundesliga. Bayern ist die stärkste, by the way. Es wird nicht leicht im Pokal, da sind wir Underdogs. Hallischer FC auf Platz 15, Schalke auf Platz 12. Naja, ich denke, wir haben uns ganz ordentlich verstärkt. Die Eingespieltheit passt auch schon einigermaßen. Können vielleicht noch ein, zwei Leute ausleihen oder verkaufen. Vor allem im Sturm. Aber ich denke, das läuft ganz gut. Wir haben im Moment keinen Verletzten, nur einer ist auch noch so ein bisschen angeschlagen. Beim nächsten Mal geht's los mit der Saison 2066-67. Ich sehe sie dann und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bye, bye. Hier, Hermann, wink mal da in die Kamera. So, tschüss.